Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baum, hä? Und, ja, wir gucken mal, was so losgeht, ne? So, wir haben hier ein Batmobil in der letzten Folge ein bisschen rumgerittlert, ein paar Trophäen gesammelt. Ein paar Trophäen haben wir nicht gesammelt, weil wir die nicht kriegen tun. Und jetzt wollen wir hier über die Brücke. Das ist ja eigentlich schon lange unser Ziel. Ich gucke nur noch mal, was wir noch so für Sidequests haben. Denn Sidequests sind toll. Ich mache gerne Sidequests. Die Riddler-Trophäe kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Da ist irgendwo die Man-Bat unterwegs. Kreatur der Finsternis. Ermittle wegen der geflügelten Kreatur, die den Himmel unsicher macht. Nimm der geflügelten Kreatur zur Analysezwecken eine Blutprobe. Wir sind quasi selbst eine Fledermaus, die Blut saugt. Bei einer Fledermaus, die Blut saugt. So, hier haben wir noch ein paar Trophäen zu sammeln, ganz in der Nähe des Riddler-Verstecks. Das ist auf jeden Fall unser Hauptziel. Aber um da hinzukommen, wie gesagt, müssen wir die Brücke machen. Ach, und siehste. Da ist ja noch eine Mine. Die wollen wir hacken. Dann machen wir das mal. Das geht doch schnell, oder? Winde einsetzen. Achso. Quatsch, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich Torfnase. Natürlich hier einsteigen und dann diesen Knopf. Das ist die Winde. Und jetzt den Virus hochladen. Fertig, Sir. Die Verbindung steht. Sir, wie erwartet, wurde ein Drohnenkontingent ausgesandt, um sie aufzuhalten. Ja. Ich warte schon drauf. Wo sind sie? Wo? Wo? Hä? Von wo kommt... Oh, du Scheiße! Wo steht ihr denn alle? Zack! Okay. Pup! Wow! Alter Schwede! Peng! Oh Mann! Lad ein bisschen schneller nach! Oh Gott, ich sollte vielleicht ein paar Punkte ins Batmobil stecken, wenn ich hier anfange, solche Missionen zu machen. Wow! Wie unter Beschuss, da sitzen wohl nicht etwa Leute drin. Oh Gott, die großen Dinger sind scheiße. Die schießen immer drei auf einmal. Oh, siehst du? So. Batman hat ein Diamondback ausgeschaltet. Ein Diamondback heißen die. Ein Diamantrücken. Silberrücken. Drohne hält Position. Unter Beschuss. Oh Gott. Hep. Zack. Und jetzt eine Ladung für alle. Hui. Noch mehr. Das mit dem Dodgen ist echt cool. Ist irgendwie lustig. Drohne zerstört. Mit diesem klobigen Ding. Oh, da ist wieder so ein Silverback. Wow. Oh Gott, oh Gott. So, den haben wir. Wow. Hatte Oracle nicht irgendwas von Schwachstellen dieser Drohnen gesagt? Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Wow. Ja, da habe ich leider nicht gut gezielt. Zack, die haben wir jetzt aber mal getroffen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Huh. Ausgewichen, angeschissen, Ella Badge. Bams. Und piu, 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 piu. Nice. Davon habe ich noch mehr. Sprengladung der Bombe liegt frei. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Nur so, vor der Lolz. Und jetzt vorsichtig. 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 Jawohl, ja. Ausgezeichnet. Bombe entschärft. Mit jedem Kampf gibst du ein wenig mehr von dir preis. Wenn wir uns treffen, wird nichts mehr übrig sein. Oh, das glaubst du. Ich habe doch jetzt gerade eben haargenau das gleiche gemacht wie das letzte Mal. Was habe ich denn neues Preis gegeben? Das bildest du dir nur ein. Was ist denn das da hinten? Ach so, das ist nur so eine Garage. Da waren wir ja schon mal drin. Dieser tolle Rennparcours. Schalte die Milizenwachtürme aus, die den Himmel von Gotham kontrollieren. Das werde ich ein andermal tun. Wir wollen erstmal... Kehre zur Bridge zurück, um den Wagen des Arkham Knight weiterzubringen. Ja. Genau, das wollten wir tun. Wir haben die Spuren bis hierhin verfolgt und wir können die noch weiterverfolgen. Ich überlege noch, ob wir noch mal kurz ins GCPD reingehen, um zu gucken, ob wir die Handschuhe des Electrocutioners klauen können. Aber ich denke mal, das würde uns Batman oder Alfred oder irgendwer von diesen netten Leuten, die hier arbeiten, schon sagen, dass wir die brauchen. Und solange lasse ich die mal da drin. Das ist nicht mehr Batmans Revier. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Du, ich hab's gerade zu meinem gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wie ich hier gefühlte 50 Drohnen zerlegt habe. Ich habe nicht nachgezählt, weil es einfach unwichtig ist, wie viele ihr zu mir schickt. Ich mach die alle platt.
bin an der Brücke. Einen Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Ich hab Sergeant, die Mercy. Holy shit! Okay, jetzt bringt's endlich mal was. Ja, ein Glück triffst du mich nicht mit dem Scheiß. Wow. Oh Gott. Aber die kann ich doch aus der Luft ballern, ne? Hui. So quasi eine kleine Stalin-Orgel. Guti. Okay, dann muss ich hier von der Steuerung auf einmal zu der hier switchen, damit ich die Balkenkanone mit reinbringen kann. Stell Straßensperren auf. Riegelt die Insel ab. Riegelt die Insel ab. Ne, die ist nicht mehr abgeriegelt, würde ich sagen. Hä? Was hab ich denn da drüben für ein Ziel? Was hab ich mir denn da markiert? Ach ja, genau. Wir wollen ja die Spur weiter scannen. Wollen wir das wirklich? Naja, wir machen das. Mal gucken, wo sie uns hinführt. Ich hoffe, da wird nicht irgendwas getriggert, dass ich dann nicht mehr zurück zum Riddler kann. Wer seid denn ihr da vorne? Habt ihr Spaß? Darf ich euch umhauen? Guck mal da, Gummidildo! 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 Ja, noch siehst du mich. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Haha. Ich bin besser als wie du. Tutentun. Und so. Das sind aber viele von den bösen Drohnen. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich bin gerade auf der Suche dafür, ne? Das ist natürlich Absicht, ne? Das hast du schon so geplant, schon die ganze Zeit. Kommen die anderen jetzt rum? Da ist ja noch eine. Juhu! Wow. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Da drüben ist die nächste. Oh, finde ich geil, dass man die jetzt mit der Vulkankanone auseinandernehmen kann. Ich sollte trotzdem ein bisschen noch die andere einsetzen, wie auch immer die heißt. Oh fuck, da bin ich zu spät ausgewichen. Da war ich ein bisschen langsam. Boah, ey, das ist echt Krieg hier in den Straßen. Das ist Wahnsinn. Ein Glück ist das Batmobil ein Panzer. Das ist vorbei, du Rumpstig. Und weiter scannen. Was ist denn das? Ach so, wieder eine von den Minen. Ja, wenn wir einmal hier sind, würde ich sagen, machen wir das mal. Eine gleiche Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Geringen? Das ist aber kein geringer Widerstand. Wow, fucking shit. Okay, cool bleiben. Oh fuck, Rakete. Seid ihr viele? Oh fuck, seid ihr viele? Ja, das kann ich gut. Oh Gott, da ist einer direkt hinter mir. So, der kommt gar nicht erst zum Schuss. Ach so, ich habe ja die ganze Zeit noch das Ding hier auf der hohen Kante. Ja, ich würde es gern spannend machen. Oh Gott, sind da viele von euch. Kann ich eure Telemetrie irgendwie auseinanderwichsen? Hui! Hui! Oh, da hat mich dann doch wer getroffen. Was sagt eigentlich meine Batmobilpanzerung? Oh, der geht's richtig gut gerade. Wo ist der hier mit den Raketen feuert? Da drüben ist er. Mama Drohne
Mama Drohne. Wow, fuck. Es ist echt ganz schön berauschend, hier diesen ganzen Linien auszuweichen. Oh Gott. Haben wir es bald. Tiu, 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 tiu. Bums, bums, Clouds. Wo ist die letzte? Gibt es überhaupt eine letzte? Wie viele kommen denn noch? Oh fuck. Bums dich. Geh in den Arsch. Endlich. Dankeschön. Hier war doch noch einer mit so einem... Wo ist die Rakete? Wo ist der Raketenwerfer? Da ist er. Oh Gott. Oh fuck, da bin ich voll reingerutscht. Jetzt brenne ich langsam. Haben wir es bald. Noch wer? Noch wer? Oh Gott. Wo bist du? Alles klar. Holy moly. Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Das war ziemlich knapp. Wieso will man denn Bomben beschützen? Warum zündet man die nicht einfach? Was hat er denn vor? Funktioniert mit dem Scanner irgendwie nicht? Hallo? Okay. Au, ah. Er baut den Kurven. Wie fahren die denn hier? Wahnsinn. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Könnt ihr die Dinger irgendwie wegmachen? Ach, da liegt's ja. Hui. Starker Auftritt. Das ist erst der Anfang. Wenn wir in Gotham... Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Machen wir mal noch fix und danach geht's wieder rüber zum Riddler. Ah, halten, um Beweise zu scannen? Noch sehe ich doch gar nicht. Da unten liegt was. Warte mal kurz. Geortet, geortet, geortet. Was ortet er denn hier alles? Ach, das ganze Auto wird gescannt. Ach ja, jetzt kommen wieder diese lustigen Vor- und Zurückspulszenen. Hui! Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Woher weiß er denn, dass der Fahrer nicht angeschnallt war? Naja, ich such mal die Leiche, ne? Wo ist sie denn? Kann man hier, wie war hier nochmal vor- und zurückspulen? Hui, also laut Berechnungen zufolge des Bettcomputers wäre ein Fahrer, wenn er nicht angeschnallt gewesen wäre, aufgrund von Körpermasse und Geschwindigkeit, die wir aufgrund der Bremsspuren und so weiter ermittelt haben, in etwa wäre der Körper dann so hier gelandet. Und siehe da, da ist er auch. Juhu. Wer bist denn du? Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Und sie war angeschnallt, aber sie kann schon noch ihre Hände benutzen, oder? Den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Was ist denn das? Achso, hier ist die Karre gelandet. Und da die Leiche. Ach, das haben sie auch kaputt gemacht? Sollen wir den Bereich im Auto scannen, oder? Ja, genau. Okay, natürlich scannen wir das Wrack. Bringt ja nichts. Ich habe gerade überlegt, sollten wir vielleicht dort hinten scannen, aber da ist ja nur das Hologramm. Das echte Auto steht ja immer noch hier. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Wo ist die Tür? Ach, da kommt sie. Hui! Wenn ich die Stelle finde. Ich finde es schon irgendwie ganz nett, dass der Bettcomputer irgendwie so solche Sachen quasi berechnet. Macht ja irgendwo, ist irgendwo sogar tatsächlich ein bisschen wie möglich. So, in einer ganz verschwurbelten Welt mit unendlich viel Geld und Mitteln ist das vielleicht sogar machbar.
Also es ist jetzt nicht unmöglich. Unwahrscheinlich, ja. Unmöglich? Nein. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Alter Schwede, wie... Da haben sie aber noch viel mehr reingepackt. Also ich sag mal, das erste Mal ist das, glaube ich, bei Origins aufgetaucht. Mit diesem Vor- und Zurückspulen, mit diesem Analyse-Tool. Und da war man mit 5 Schritten schon durch die Analyse. Und das ist jetzt hier so ein Riesending. Was liegt denn hier noch rum? Trümmer. Keine Beweise. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Ja, und dann? Sie kommt ja nicht weiter. Aber erstmal Sonnenbrille noch aufhaben, alles klar. Ah, nee, es ist keine Sonnenbrille, es ist ihre richtige Brille. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Sie hat dort angehalten. Gut, okay. Aber ich meine, okay. Also, dass man sie jetzt kriechen sieht, ist ein bisschen übertrieben. Das kann der Computer nicht berechnen. Aber man hätte ja mal die Spuren zeigen können, wo irgendwie DNA-Schmierschweißrückstände sind. Was weiß ich. Vor allem, es regnet die ganze Zeit. Ja, eigentlich ist der Tatort wieder sauber. Naja, gucken wir mal. Eine Kugel. Warte, halt. Ich habe abgebrochen. Wieso habe ich abgebrochen, ich Nase? Ich war so entsetzt, dass da jemand eine Waffe hat. Der Arkham Knight? Wieso war er nicht im Auto? Er ist in einem anderen Auto gefahren. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Boah, je nachdem, wie gut man schießen kann, ne? Aus der Distanz kann man auch jedes Ziel verfehlen. Also ich garantiert. Hätte ich einen Warnschuss abgegeben, hätte ich sie wahrscheinlich noch getroffen. So, also hat er sie wieder eingesackt letzten Endes. Also folgen wir jetzt einer Fußspur. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Na, wahrscheinlich hier in dem Haufen, als sie ausgestiegen ist. Und da kommt der Arkham Knight nicht drauf? Während sie am Boden lag? Ein Warnschuss. Da kommt das Outro. Was war denn das? Geht das bitte noch langsamer? Das ging so schnell. Hui. Da liegt was. Winzig klein. Eine SD-Karte? Eine SD-Karte? Sind da Fotos drauf oder was? Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ja, sie fehlt ich uns einen Sie sehr. Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Einen Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Alfred geht auch immer mehr Haare aus. Auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Kann mal bitte einer von euch... Gut, wir haben wieder neue Erbe der Maske. Okay. Wir haben neue Sidequests. Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde jetzt mich erstmal auf die Suche nach der Man-Bat machen. Nein! Riddler. Umso früher wir mit dem Riddler fertig sind, umso früher sind wir mit dem ganzen Spiel fertig. Weil ganz ehrlich, es gibt zwar hier und da noch eine Sidequest und es gibt noch eine Story und so weiter, aber den größten Part dieses Spiels
müssen wir zugeben, nimmt der Riddler mit seinen Trophäen, mit seinen Rätseln, mit seinen Spielchen rein. Das ist eigentlich die wahre Herausforderung. So. Und die Man-Bed werde ich auch noch suchen und wahrscheinlich wieder einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich sie finde. Oh Gott, dieser erste Auftritt, Wahnsinn. Ja, haben wir hier mal wieder Bad Computer Edits Best gesehen? Er hat eine komplette Folge für sich gefüllt, auch schön. Aber Oracle, ja, die kann warten. Das muss ja sowieso erstmal gehackt werden. Das ist jetzt auch gerade so der Punkt, wo das Spiel selbst sagt, wo die Hauptstory selbst sagt, du, pass auf, ich brauche eine Weile, mach erstmal den ganzen anderen kleinen Krams. Und wir haben noch die Sidequest und wir haben noch die Sidequest, wurde uns gerade erzählt von Alfred. Da steht jemand an einem brennenden Bett-Symbol. Das ist auch sehr interessant. Ach ja, und schaut das mal bitte nach. Stromausfall. War bewusst, weil die Sprenkleranlage da nicht funktioniert. Ich bilde mir ein, Sprenkleranlagen sind so gebaut, dass die auch bei einem Stromausfall funktionieren. Die gehen nämlich an, weil da ein kleines Glasfläschchen drin ist, was im Prinzip den Hahn, wo das Wasser rauskommt, zuhält. Da ist ein kleines Glas, eine Glasampulle drunter und in der ist eine Flüssigkeit. Und auf der Leitung ist Druck. Das heißt, eigentlich will der Hahn, der die Leitung hier oben, hier ist die Rohrleitung, der hält die gerade so zu, da ist Wasserdruck drauf. Und wenn es jetzt heiß wird, dann dehnt sich die Flüssigkeit in dem kleinen Glasfiolchen aus. Und wenn es richtig heiß wird, dann wird der Druck so groß, dass die Glasfiole gesprengt wird. Dann klatscht der Hahn runter, der das zuhält, und dann kommt das ganze Wasser rausgespritzt. Das hat überhaupt nichts mit Strom zu tun. Das Einzige, was vielleicht nicht hinhauen könnte, wäre, dass kein Druck mehr auf dem Wasser ist, dass die Dinger kaputt gehen, der Hahn fällt runter und da kommt es bloß so ein bisschen rausgetröpfelt. Aber der Wasserdruck, der kommt ja durch die Wasserleitung. Die ist ja im Boden verlegt in der Stadt, da ist ja immer Druck drauf. Dafür sorgt ja die Stadt, dass da Druck auf der Wasserleitung ist, sonst kommt das Wasser ja nirgends an. Also müsste jemand die Wasserzufuhr abgedreht haben und nicht den Stromausfall. Ein Stromausfall hält die Sprenkleranlage nicht davon ab, zu sprenkeln. Das funktioniert rein mechanisch, nicht elektronisch. Naja, vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung, vielleicht ist ja bei der Feuerwehr irgendwie da nur eine Pumpe angeschlossen, weil und die hatte keinen Strom mehr, weil es wäre aber ganz schön bekloppt, dass die Feuerwehr abbrennt, wenn sie keinen Strom hat. Vielleicht ist ja einer von euch Feuerwehrmann und kennt sich aus. Oder Physiker oder was weiß ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüss.